Ja, genau, ich bin Ausländer. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Sehr geil, passt schon. Nein, ich werde euch nicht mit viel Dialekt belangen. Ich habe einen Text mit, der heißt Luftschlösser haben keine Schubladen. Ich stolpere und foltere mich durch das Getriebe, biege und schiebe mich in eine Schublade. Enge und Zwänge macht sich breit, es drückt und zwickt, ich pass hier nicht rein. Adina wird mal Polizistin, hat meine Oma voller Stolz gesagt. Die kleine Adina hat schon imaginäre Verbrecher gejagt, hat sie geprahlt. Nie etwas geklaut, immer brav bezahlt, hat sie geglaubt. Es waren Luftschlösser, höher und größer, als ich sie je fassen konnte. Und wollte ich sie erklimmen, musste ich neu zu fantasieren beginnen. Es gab kein Ende bis oben hin. Das Fliegen hatte ich bereits früh gelernt. Die Sterne, ein Handgriff entfernt, hatte ich einen Lebenssinn. Doch da wird man älter. Man stellt sich der Realität Stück für Stück, Maß für Maß, Last für Last. Mehr denn je rückt das Luftschloss in den Hintergrund. Realismus ist gesund, trichtert einen die Schule ein. Und weinst du heimlich, musst du ein großes, starkes Mädchen sein. Denn für Träume und Tränen ist hier kein Platz. So kratze ich an der Oberfläche der Vergänglichkeit und merke, sie hat nur Schandtaten für mich bereit. Denn ich wollte Kafka nicht den Prozess machen. Oder irgendeinem Herrn einen Ring hinterhertragen. Meinen Traum nicht auf eine Sommernacht beschränken. Mit Stolz und Vorurteil den richtigen finden. Nur im Frühling erwachen. Ich wollte die Feder eines wahren Tintenherz schwingen. Meine unendliche Geschichte wagen. Ich krieg den Frieden in die Welt tragen. An einem Ort, wo man Faust nicht mehr ballte. Auch wenn es den Besuch einer alten Dame innehatte. Und wenn es im Westen nichts Neues gibt und jenseits von Eden sich eine Jugend ohne Gott absticht, ist meine Suche nicht vom Winde verweht, denn die Verwandlung kann eine schöne neue Welt bedeuten. So nehme ich die Blechtrommel in die Hand und beginne die Odyssee. Und wenn mir die Räuber begegnen, dann führe ich sie unten an den Fluss. Dort, wo Onkel Toms Hütte steht. Und zeig ihnen, was man in tausend und einer Nacht nicht alles erreichen kann. Öffne den Wandschrank und fang heute an. Sei ein Regenpfützen-Spritspring-Battle-Gewinner, ein Purzelbaum-schlagender Drachentöter, ein Deutsche Bahn-Kinder-Kino-Serien-Leerseher, ein Lautstark unter der Dusche, ohne Dusche, Single-Singender Flashmob-Initiator, ein Schokokuchen-Auf-Essender Allesfresser, ein armer, schwarzer, malender Freitagverweigerer. Und wenn der Kellner kommt, laufen wir davon. Löse dich von deinen Schubladen, füll sie mit Freiheiten und Wundertaten, öffne deinen Horizont und lass uns hinter Mauern blicken. Dort, wo Mauerblümchen im Schattenlicht ihr Dasein fristen, schenken wir Licht und Zuversicht in einer Welt, die von Dunkelheit durchzogen ist. Ich stolpe und foltere nicht durch das Getriebe, biege und schiebe jede Schublade auf, denn hinein passen wir nicht. Richtig? Wichtig, die Luftschlösser deines Lebens baust du nicht für dich allein. Aus Seifenblasen deiner Kindheit formst du sie. Setz Stein für Stein, Wort für Wort, Tat für Tat. Das Wagnis, Leben, hast du bereits angenommen. Und deine Flügel sind nicht gestutzt. Verdutzt hebst du ab, siehst die Welt da unten und erkennst hier oben, ist nicht dein Platz. Mitten im Geschehen bei deinen Mitmenschen, dort gehörst du hin. So, gib dein Leben einen Sinn und lass mich dein Steine an das Fenster werfen. Vergiss mein Nicht-Memory-Aufdeckteilchen sein. Dankeschön.